13. April 1962, schmerzhafter Freitag. Die erste Mitteilung der heiligsten Jungfrau. Meine kleine Karmeliterin, viel wird gesündigt im Land. Hilf mir, retten wir es. Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Er ist die Flamme der Liebe meines Herzens. Zu dieser Liebesflamme gib deine Liebe hinzu und gib sie weiter. Meine Mutter, warum wirkst du nicht Wunder wie in Fatima, damit man dir glaube? Meine Tochter, je größer meine Wunder wären, umso weniger würde man mir glauben. Meine Karmeliterin, den ersten Samstag zu begehen, habe ich erbeten, und man achtet ihn doch nicht. Ich bin eure gütige und liebende Mutter, und mit euch vereint, Hand in Hand, rette ich euch. Euer Land hat der heilige König Stephan mir geweiht, und ich habe ihm versprochen, seine Bitte und die der ungarischen Heiligen im Herzen zu tragen. Ein neues Mittel möchte ich euch in die Hände geben. Ich bitte euch, nehmt es an und habt Verständnis dafür, denn ich schaue traurigen Herzens auf euch herab. Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. Das ist die Liebesflamme meines Herzens. Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter. Da schluchzte die Mutter Gottes so sehr, dass ich ihre Worte fast kaum verstanden hatte. Ich fragte sie, was ich tun solle. Im Namen des ganzen Landes habe ich alles versprochen, nur um ihren Schmerz zu lindern, denn mein Herz war beinahe am Zerspringen. Meine Tochter, ich bitte dich, den Donnerstag und den Freitag als besondere Gnadentage zu betrachten und an diesen beiden Tagen meinem göttlichen Sohn ganz besonders Sühne zu leisten. Die Art und Weise der Sühne ist die Sühnestunde in der Familie. Diese Stunde, die ihr in Sühne verbringt, beginnt mit geistlicher Lesung. Diese mögen der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen. Haltet die Sühnestunde zu zweit oder zu dritt, denn ihr wisst, wo zwei oder drei im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei. Seine Bitte gemäß bekreuzigt euch fünfmal zu Beginn. Dabei empfiehlt ihr euch durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen Vater. Ebenso sollt ihr die Sühnestunde auch beschließen. Pflegt auch morgens, abends und tagsüber die Andacht, nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen und empfehlt euch dabei der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Dies bringt euch näher zum himmlischen Vater und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt. Diese gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem unbefleckten Herzen gab, soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen im ganzen Land entzünden. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan blenden wird. Sie ist das Feuer der Liebe und Eintracht, die ich durch die Verdienste der heiligen Wunden meines göttlichen Sohnes beim ewigen Vater erwirkt habe. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.